Jo, servus Leute, was geht ab? Ja, folgendes. Heute kommen wir zum dritten Teil von einem 1400 Euro Gaming PC und ich werde euch jetzt mal zeigen, quasi was ich getan habe und ja, also wie das Ding fertig aussieht und auch von der Übertaktung her, was wir da getan haben, quasi CPU, RAM und Grafikkarte. Ja, deswegen nach dem Intro geht's gleich weiter. Jetzt sind wir in Windows angekommen. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was habe ich denn gemacht. Ich habe die CPU übertaktet, ich habe die RAMs übertaktet und ich habe die Grafikkarte übertaktet. Die aktuelle Grafikkarte, die hier verbaut ist, das ist natürlich jetzt nicht die. Das ist die 2080, die ich vorher schon angekündigt habe, den 3800X, ja. Und die 3600er RAMs, ja. Man sehen kann hier alles geschmeidig im grünen Bereich, ja. Eben mal kurz einen Cinebench ran laufen lassen, ist auch ganz okay. Und was habe ich getan? Ich habe den Prozessor sozusagen underwolted, ja, und habe alle Kerne auf 4349 angehoben hier. Und dadurch sind die stabil und fallen auch nicht ab, wenn wir quasi über den Precision Boost das alles laufen haben und haben hier auch eine konstante Spannung im Endeffekt, ja, wo dann zum Beispiel der CPU generell kühler läuft und auch nicht hochboostet auf über 1,4 Volt, ja. Und das ist schon ziemlich krass, ja. Und dementsprechend kriegen wir da auch schon ziemliche Temperaturspitzen rein, ja. Und vor allem, wenn es im Sommer noch ist, ja, da ist zwar jetzt der Alpenföhn drauf, der kühlt das Ding relativ geschmeidig, ja. Das System ist im Moment noch offen. Ihr seht, die Lüfter hier, die sind alle ziemlich gechillt, ja. Da hier, der Lüfter dreht dann halt hoch auf Maximaldrehzahl, ist logisch. Ja, wenn wirklich alle Kerne ausgelastet sind beim Cinebench Run 20. Und dann ist das schon so eine Nummer. Ja. Ich denke, das wird sich auch noch mal ein bisschen ändern durch den Airflow, wenn das ganze Gehäuse zu ist. Und dann wird das alles so passen. Ja. Also, CPU-mäßig werde ich es euch ein bisschen in den Spielen zeigen, was wir hier quasi so rausgeholt haben. Cinebench Run, müssten es, glaube ich, 5200, zwischen 5200 und 5300 Punkte ungefähr sein. Das kann ich euch aber auch gleich noch mal zeigen. Und jetzt gucken wir uns erst noch mal kurz hier den IDA 64 quasi Test an. Und zwar haben wir hier, können wir eigentlich gut sehen, jetzt holen wir mal ein bisschen RAM hier noch nicht. Und zwar haben wir hier standardmäßig haben wir die 3600er mit dem XMP Profil und dem Infinity Fabric Lock, den haben wir hier auch quasi 1 zu 1 geschaltet. Da war der CPU Boost drin und hier haben wir dann 51.000, 51.070 Nanosekunden. Ja, und jetzt gehe ich mal kurz drauf. Jetzt haben wir schon mal den RAM, wie man sehen kann hier. Den habe ich jetzt mal ein bisschen overclockt. Da habe ich ihn auf 3733 angehoben. Den Infinity Fabric Lock habe ich natürlich mit angehoben. Wir sind ja auch auf dem neuesten BIOS, ja, neuesten Windows. Und da habe ich die CPU quasi angepasst und habe es festgenagelt sozusagen, ja. Und hier haben wir schon ein bisschen was rausgeholt. Hier sind wir bei 67 Nanosekunden, ja. So, wenn wir uns jetzt das nächste angucken, da habe ich jetzt auch ein bisschen noch was gemacht, ja. Ich habe hier noch ein bisschen die Latenzen angepasst hier unten, damit sie quasi auch stabil sind. Und auch die Subtimings habe ich noch angepasst ein bisschen. Also haben wir hier schon mal ein bisschen was an Read, an Copy und so haben wir rausgeholt an den Latenzen. Die schwankt natürlich immer ein bisschen, je nachdem, wie das System in Bearbeitung ist. Da haben wir von 67 nochmal irgendwas, sind wir jetzt auf unten 66 runter, ja. Teilweise waren es auch schon bei 65. Es ist, wie gesagt, immer unterschiedlich halt, ja. Ich denke, hier könnte man definitiv noch mehr rausholen, wenn man sich noch ein bisschen mehr Zeit gibt, mit den ganzen Widerständen und alles, was man hier eintragen kann. Aber ich meine, dass wir jetzt die RAMs ein bisschen overclockt haben, haben die Spannung ein bisschen angehoben und haben das alles ein bisschen optimiert, dass wir hier nochmal so 3, 4 Nanosekunden rausgeholt haben, finde ich nicht verkehrt, ja. Dass wir jetzt quasi auf dem optimalsten Level sind, was man so mit dem Ryzen erreichen kann, ja. Ja, bei der Grafikkarte, das zeige ich ja später dann noch, wenn wir dazu kommen. Ich würde sagen, ich boote jetzt erstmal neu kurz und gehe dann mit euch ins BIOS rein. Also, hier sind wir in dem netten BIOS angekommen. Und wie gesagt, hier gehen wir mal kurz ins Menü rein, gucken uns das mal an. Also hier habe ich All Core eingestellt natürlich. Hier habe ich das erstmal das XMP-Profil geladen und habe dann die gewissen Einstellungen hier, die habe ich dann separat gemacht, ja, in dem MSI-BIOS und habe hier verschiedene Einstellungen auch noch mit der Spannung hier alles angepasst.
könnte das natürlich ja auch mit dem Offset machen. Hier gibt es verschiedene Methoden, die man machen kann. Und ich habe natürlich auch den DRAM quasi Calculator benutzt, den Ryzen Calculator. Und auch wieder, so wie meinen anderen Tutorials, ja quasi die ganze Latte ausgenutzt. Ja. Gehen wir mal kurz hier bei den RAMs rein. Hier habe ich die Einstellungen, ja, quasi 16, 19, 16, 21, 36. Da müsste man tatsächlich noch gucken, ob hier noch was geht, ja, von der Stabilität her. Ich weiß nicht, ob ich das noch machen werde. Ich meine, die RAMs sind schon gut optimiert jetzt und läuft soweit. Hier die Einstellungen so, die konnte ich fast eigentlich alle übernehmen aus dem Calculator, ja. Quasi nicht alle. Bei manchen musste ich ein bisschen 1-2 Punkte nach oben gehen, also quasi, aber das meiste konnte ich damit übernehmen. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen jetzt hin, gehen jetzt hier wieder zurück und stellen die Spannung hier auf Auto und stellen die CPU Ratio auch auf Auto. Quasi, dass es sich wieder normal taktet. Mehr müssen wir gar nicht machen. Dann zeige ich euch jetzt das mal kurz in dem CTR, quasi in dem Calculator für zum Übertakten, was dann an Punkte rauskommen, wie sich das mit dem Taktrate von der CPU verhält. Und danach gehen wir dann in die Spiele. Gesagt, getan. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt ist natürlich hier der automatische Boost wieder alles eingeschalten. Und jetzt gehen wir einfach mal hin. Und wenn wir jetzt mal hier wieder gucken, hier neben oder so, da ist jetzt halt vom Boostverhalten her, ne, 1,456 Volt. Das ist schon krass, ja. 1,344 Volt, je nachdem. Der pendelt halt hier immer ein bisschen, logisch, ja, wie die Last steht. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel drauf gehen, gehen wir jetzt einfach mal hier auf Start, ja. Die Werte habe ich hier alle schon eingetragen. Hier, das passt alles soweit. Jetzt gehen wir hier einfach mal auf Start. Jetzt fängt er an, hier in Cinebench 20 Run zu machen. Und läuft dann quasi durch, ja. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Ja, also 1,344 Volt. Da geht er noch weiter unten, desto heißer er halt wird, ja. 67, 68 Grad. Und das ist genau das Verhalten, was ich euch vorhin schon gesagt habe. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 4,1 GHz nur noch, ja. Und hier hatten wir vor 4,49, je nachdem. Und ja, er arbeitet sich hier nach vorne, sinkt hier immer noch ein bisschen weiter ab. Und dementsprechend die Temperaturen sind halt auch schon höher. Ja, jetzt sind wir hier schon bei 80 Grad angelangt. Ja, ist schon ein bisschen was. Hier haben wir 113 Watt bis zu 118 Watt. Ja, vorhin waren es nur 109 quasi sozusagen. Auch noch ein bisschen weniger. Ist halt schon ein bisschen, ist halt schon ein bisschen krass. Ja. Das ist halt typischerweise über den Precision Boost. So, das Tool ist jetzt gleich fertig. So. Also, 4859 Punkte haben wir jetzt hier erreicht, ja. Wenn wir jetzt mal überlegen, was wir vorhin raus hatten, beziehungsweise was ihr daneben gesehen habt, haben wir 4100 und ein paar zerquetschte oder teilweise auch 4200 Punkte gehabt, ja. Also es ist schon ein Unterschied, ja, zu manuellem Overclock, beziehungsweise hier mit dem Tool oder mit dem im BIOS übertakten, was wir hier an Punkte rausholen können, was für einen Unterschied das macht, ja. Das Tool testet hier jetzt quasi die Frequenzen durch, ja, mit Prime integriert, was hier geht, ja, temperaturmäßig und ob die Spannung und das alles zusammenpasst. Wenn irgendwas passiert, dann startet das System neu, im Normalfall, ja. Und hier könnt ihr natürlich das noch anpassen. Ihr könnt jetzt sagen, ihr würdet jetzt bloß 1,2 Volt gern bevorzugen und könnt dann auch die Range hier wieder eingeben. Und dann testet er halt nur bis zu dem Punkt quasi mit der Spannung, testet er das System dann. So könnt ihr wunderbar euer System untervolten. Könnt es dann zum Beispiel so machen wie ich, im BIOS eintragen oder das halt über das Tool, über den Precision Boost laufen lassen, ja. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht, ja. Ich weiß es ja schon, deswegen gehe ich jetzt auf Edit Profile. Gebe jetzt hier einfach mal an, 1350. Das Tool zieht auch immer 50 MHz ab und packt noch ein bisschen Spannung drauf, dass ihr das safe gehen könnt zum Beispiel, dass da auch nichts passiert, ja. Wenn wir jetzt hier machen, Update Profil, Apply, so, jetzt haben wir das Ding angenommen und jetzt quasi haben wir hier mit der Spannung, ja, das ist halt der einzige Unterschied hier, wir haben hier die feste Spannung, komischerweise über den Precision Boost regelt er trotzdem hier noch die V-Core ein bisschen runter, das ist der einzige Vorteil, ja, dass die V-Core ein bisschen sich selbst runterregelt, was aber auch teilweise wieder ein bisschen Nachteil sein kann für das RAM-Übertakten und so,
durch die ständigen Schwankungen hier von der V-Core und von dem SOC. Ja, das ist so eine Sache, das muss man sich bedenken. So, deswegen habe ich es ja auch, wie gesagt, manuell gemacht. Jetzt könnten wir rein theoretisch wieder hingehen und könnten nochmal ein Cinebench durchlaufen lassen, um zu gucken, wie sich denn jetzt die Werte verhalten. Und auch temperaturmäßig. Das heißt, wir resetten das Ding jetzt hier nochmal. So, clear. Na, jetzt hat er es gemacht. Zack. Lass mal nochmal einen Run durchlaufen und gucken uns das ganze Ding nochmal an hier. Aber ich muss nur sagen, der 3800X, das ist schon ein Biest, ja. Ob der sich jetzt quasi verhält zum 3700X, ist halt so eine Frage. Das muss man sich halt überlegen. Ich meine, der war hier gerade im Angebot, die CPU, und dementsprechend hat sich das jetzt halt auch gelohnt, ja. Ansonsten würde ich definitiv zum 3700X greifen. Da macht man nichts verkehrt damit. Also man sieht hier schon, 1,28 Volt, ja. Temperatur 76 Grad, 106 Watt, ja. Hier haben wir schon mal definitiv weniger Watt, ja. Also zu 109 zum Peak. Vorhin waren es ja 118 oder was weiß ich, keine Ahnung. Jetzt sind es hier 106, sind schon mal 6, 7 Watt weniger oder vielleicht auch sogar noch mehr. Je nachdem. Ich meine, man kann hingehen und kann natürlich, kann das Ding noch tatsächlich noch weiter nach unten schrauben hier. Ich meine, 4,2 GHz vielleicht bei 1,2 Volt oder sogar noch weniger. Das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer, ja. So, und jetzt gucken wir hier quasi 5172 Punkte, ja, zu 4800 und ein paar Zerquetsche, was wir vorhin hatten, ja. Das ist schon nicht schlecht, ja. Das schlägt sich natürlich auch dann in dem System nieder, wenn wir dann zum Beispiel irgendwas zocken oder wenn wir irgendwas anderes machen. Logisch. Und ja, das war es eigentlich im Endeffekt, ja. So kann man das System relativ gut tunen. Ich würde sagen, ich werde zu dem CTR-Manager hier und zu den Sachen werde ich noch ein extra Video aufnehmen, nochmal extra wieder so ein Tutorial-Video, wenn ihr das möchtet. Ansonsten könnt ihr mir es hier in die Kommentare reinpacken. Ja, und ich würde sagen, ich wechsle jetzt mal noch ein bisschen rüber in die Spiele, werde da noch ein bisschen was laufen lassen und eventuell noch was dazu erzählen und mein Fazit dazu abgeben. Also in diesem Sinne, sehen wir uns gleich wieder. Jo, also ich bin kein Spiel, ja. Was ich euch jetzt eigentlich zeigen wollte, ich habe nämlich jetzt mittlerweile die Grafikkarte umgebaut und wollte euch hier nochmal kurz zeigen wegen dem Overclocking, ja, weil ich zurzeit jetzt eine GTX 960 mit 2 GB übergangsweise habe, ja, konnte ich die ganze Zeit nicht aufnehmen. Wie man hier neben schon sieht, sind einige Spiele da, die ich euch zeigen werde in maximalen Einstellungen und teilweise auch Renderauflösung bis zu 4K, ja, wie die Grafikkarte, wie der Prozessor, wie die RAMs performen. Was haben wir hier gemacht bei der Grafikkarte? Ja, logischerweise haben wir hier alles freigeschaltet, dass wir die Spannungsregelung frei haben. MSI Standard, ja, es ist ja eine MSI. Und dementsprechend haben wir hier das Power Limit haben wir angehoben. Wir haben hier den Core Clock haben wir hier festgenagelt auf 2040 mit 1 Volt hier. Und haben den Speicher auf 1200 hochgezogen, ja. Dementsprechend sollten hier auch keine Artefakte oder irgendwas anderes auftreten. Da gehen wir safe, ja, 24 Stunden, genauso wie der Prozessor, ein bisschen weniger runtergehen oder so. Und dafür ist das Ding dann sicher, ja. Hier nicht wundern, warum hier 0 steht. Das ist Zero Fans, ja, quasi. Die Grafikkarte ist zu kühlen, dementsprechend ist die ausgeschaltet. So, ja, das haben wir jetzt noch gemacht. Und es wird noch einen vierten Teil geben, Leute. Wo wir dann quasi, so, jetzt bin ich wieder groß. Ja, genau, es wird einen vierten Teil geben, Leute. Da werde ich euch dann die Spiele vorstellen, dass dieser Teil nicht zu lange wird. Dann werde ich euch quasi den PC komplett präsentieren und mein Fazit dazu, beziehungsweise, ja, meine Meinung noch. Und was ihr dazu zu sagen habt, ja, würde mich auf jeden Fall dann auch interessieren. In diesem Sinne, haut da rein. Bis dann. Ciao.